Ja, für mich gilt es heute, Danke zu sagen. Danke an den Bildhauer Georg Becker für die Anfertigung des Triptychons, welches wie die bekannte Faust aufs Auge in den Ratssaal passt. Man könnte meinen, es sei eine Auftragsarbeit, Sonderanfertigung gewesen. So gut passt dieses Kunstwerk hier in den Ratssaal. Danke sagen möchte ich auch an die Kulturinitiative Kunsttage Unkeler Höfe, Ellen und Jochen Seidel, die für ihr stetiges Engagement für die Kunst- und Kulturstadt Unkel sich regelmäßig einsetzen. Sie hatten den richtigen Blick, als sie letztes Jahr bei den Kunsttagen Unkeler Höfe die Arbeiten Beckers hier in dem Ratssaal vor den Glasfenstern des Linzer Künstlers Hofer aufstellen ließen. Und sie hatten auch das richtige Gespür, als sie Frau Gisela Bagel ansprachen und diese dann den Verbleib des Skulpturenensembles hier im Ratssaal ermöglichte. Danke an Frau Gisela Bagel für ihre großzügige Spende. Dem Ehepaar Bagel, welches die Tradition der Familien Henkel und von Frau Ilse Bagel fortsetzt, welche uns regelmäßig hier durch Spenden in der Stadt und in der Verbandsgemeinde unterstützen. Wir haben Ihnen sehr viel zu verdanken. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder die Kunsttage Unkeler Höfe stattfinden können. Meine Hoffnung stütze ich darauf, dass die große Politik dann ihre Lehren aus dem bisherigen Umgang mit der Pandemie gezogen haben wird. Die Maßnahmen sind stets auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen und es muss ein Dialog stattfinden. Dies war zurückblickend nicht immer der Fall. Ein Schubladendenken in Coronoia, abgeleitet von Paranoia und Konvidioten, ist nicht zielführend. Ich bin mir sicher, dass aufgrund der gemachten Erfahrungen künftig intelligentere Lösungen gefunden werden und freue mich schon jetzt auf die Unkeler Kunsttage 2021. Vielen Dank. Georg Becker, Bildhauer aus Bergisch Gladbach, hat es auch ermöglicht, weil er auf einen großen Teil seines Honorars verzichtet hat und uns hier bei diesem Projekt in der Verbandsgemeinde Unkel unterstützt hat. Ganz herzlich danken wir natürlich auch Frau Gisela Bagel für ihre großzügige Spende, damit dieses Triptychon, dieses Werk des Bildhauers Georg Becker hier in Unkel bleiben kann. Wir danken dem Künstler. Gern geschehen. Ja, Georg, du hast ja hier ermöglicht, dass wir diese Objekte hier nach Unkel bekommen haben. Deine erste Ausstellung bei den Unkeler Kunsttagen. Kannst du uns zu deinem Gefühl, hier auszustellen, etwas sagen? Ja, also ich war ja sehr überrascht über die Vielfalt und dieses Flair hier in Unkel auf den Kunsttagen. Und ich habe hier in diesem Sitzungssaal ausgestellt und so viele Besucher haben gesagt, ob ich denn diese Skulpturen für diesen Raum gemacht hätte. Ich habe nicht nur die drei ausgestellt, sondern eine ganze Reihe, aber sie passen wunderbar. Es ist ein Zufall. Ich kannte den Raum nicht, ich kannte auch nicht den Glaskünstler, aber wir haben anscheinend eine innere Verbindung zueinander. Und dann war das natürlich so, dass ich dachte, die müssten eigentlich hier bleiben. Und jetzt stehen wir hier und jetzt sind sie hier. Das ist ganz schön. Vielen Dank, Jochen. Don McLean hat in den 60er Jahren den Song American Pie geschrieben. Und zwar nachdem Buddy Holly, sein Idol, mit dem Flugzeug tödlich abstürzte und tödlich verunglückte. Und in diesem Song gibt es einen Satz, der heißt,
und Vater, Sohn und Heiliger Geist, oder in Englisch besser, Father, Son and Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. Am Tag, als die Musik starb, als Buddy Holly starb für ihn die Musik. Aber es ging dann doch weiter mit diesem wunderschönen Song.